Servus, grüßt euch und willkommen hier auf diesem Kanal zu einer neuen Folge Land of the Vikings. Beim letzten Mal haben wir hier unsere wunderschöne Ackerstruktur gebaut. Ich finde, das ist übrigens sehr schön mit dem Brunnen in der Mitte. Ja, wir haben hier unseren Braumeister, wir haben hier unsere Mühle, die wir noch nicht anhaben, aber das kommt noch. Und wir sehen, wir haben ein paar Leute, die hier kein Haus haben. Deswegen bauen wir hier mal ein neues Haus hin. Ja, und wir machen heute einfach direkt weiter. Ich weiß noch nicht genau mit was, aber wir werden uns das mal genauer angucken. Also, der Sinn davon ist es, wir haben ja gesagt, wir wollen ja hier im Live-Tree, Tree of Life, ein paar Punkte zusammenbekommen, um den Shipyard zu bauen. Also, um endlich Schiffe zu bauen, um hier weiterzukommen. Dafür brauchen wir 4 Ruhmpunkte. Wir haben leider nur 2. Ne? Das heißt, da müssen wir ein bisschen mal schauen. Des Weiteren hatten wir aber auch noch freischalten. Wo ist es? Eine Mine. So, die könnten wir natürlich hier bauen. Das würde ich tatsächlich mal anplanen. Ja. 20 Silber. Haben wir. Alles fein. Und den Steinmetz, den hatten wir ja schon einen Auftrag gegeben, ne? Der war hier oben. Ja. Der hat 144 Spreader. Ja, moi. Das ist ordentlich. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ein paar Bäume fällen. Wir könnten nochmal hier drin ein paar Bäume wegnehmen vielleicht. So nebenbei. Ja. Nicht alle, aber ein paar. So. Ja. Und dann, denke ich, ist das schon ganz gut. Wir gucken mal nach unsere Rinder hier. 12 von 20. Es wird langsam. Hier haben wir schon 17 von 20. Also bald geht's los, dass die hier die ersten Schlachten. Aber jetzt sind noch mehr. 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ne, doch, obwohl. Ja, doch, könnten 17 sein. Okay. Ja, Hühner bringen leider keine Eier. Das ist ein bisschen dumm. Die bringen nur Fleisch. Naja, gut. Aber sobald das läuft, haben wir auch... Also Nahrung mit 17 ist ein bisschen knapp. Bin ich early. Aber sobald die Fleischproduktion und die Angel ist, sehe ich gar kein Problem mehr. Das passt schon. So, das wächst. Jetzt könnte man rein theoretisch, solange wir nichts anderes haben, hier natürlich auch vielleicht nochmal Weizen anpflanzen. Ist ja sonst Quatsch, ne? Wenn der Acker hier kein nichts produziert, ist ja auch doof. Okay. Ja. Also, als nächstes müssen wir eigentlich ein bisschen abwarten. Warte mal, ist hier hinten auch eine Mine? Nee. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier gibt es nur... Doch, guck mal, ich habe 2 Minen. Einmal hier. Einmal hier. Aber wird uns gezeigt, ob das verschiedene Minen sind? Also von der Unterstruktur sieht mir das eher aus wie Kohle. Das, naja, die Sonneneinstrahlung könnte... Ja, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Also Priorität ist auf jeden Fall das Häuschen. Und dann werden wir sehen. Ne? Und dann sollen sie das andere, das können sie so nach und nach bauen, wie sie halt Lust haben. Wir werden hier hinten auf jeden Fall einen Weg hinziehen. Durch den Wald. Das ist natürlich ganz schön teuer. Aber ich glaube, das lohnt sich. Die Leute laufen halt um einiges schneller auf den Wegen. Und ja, das ist ja immer ein ganz schönes Stück, ne, bis da oben. So. Man kann es sein, dass wir Ruhmpunkte verloren haben. Naja. Okay. Wir sollten uns auf jeden Fall an die Missionsdings machen.
um da Leute einzustellen. Okay. Also wir haben jetzt hier langsam den Zeitpunkt erreicht, wo geerntet werden kann. Das heißt, wir werden hier schon mal jemanden einstellen. Jemand, der stark ist, der macht Brot. Und hier jemanden, der muss schnell sein. So. Aber erstmal nur einen. So. Ja. Die sind jetzt hier fertig mit Säen. Ist der Frühling ist fast vorbei schon wieder. Mai. Ja, und dann werden wir anfangen, das jetzt zu ernten, glaube ich. So, da haben sie ein bisschen Zeit. Wisst nicht, ob es von der Produktivität besser wäre, hätte man jetzt ein bisschen gewartet. Keine Ahnung. Aber es sieht so aus, sobald ich auf Harvest klicke, dass das nicht mehr kaputt gehen kann. Mit dem hier werden wir mal wirklich bis auf Strich warten. Oh, hier ist jemand gestorben leider. Naja, passiert, passiert. So, wir haben 4 Arbeiter. Aber irgendwie tut hier keiner was. Oder sägt das jetzt gerade falsch? Achso, weil die alle hier drin sind und erstmal wässern, oder? Jetzt ist einer hier. Ja, das ist schon... 3 Felder für die Leute. Vielleicht sollten wir doch lieber auf 5 gehen. Weil das kann jetzt ja auch schon geerntet werden. Hier warten wir aber noch ein bisschen. Aber es wird mir halt nicht gesagt, wie viele... ne? Ist ja schwierig. Es wird mir nicht gesagt, wie die Ernteausbeute sein wird. Bin ich ganz ehrlich. Die wässern jetzt dort. Und kann das sein, dass die hier Wasser holen? Die gehen hier raus. Warum gehen die nicht hier durch? Steht nicht. Ist ein bisschen merkwürdig. Naja. Egal. Auf jeden Fall erntet da jetzt jemand 2, so ja, sehr schön, sehr schön. Ja, 6. Ich glaube, 6 ist ein guter Mittelweg, um hier zurande zu kommen. So scheint es jedenfalls. Die sind jetzt zwar fertig mit Wässern, aber jetzt kommt ja gleich das nächste Acker, was wir ernten können. Aber wie gesagt, da warten wir. So, wir gucken mal kurz zum Häuschen. Das muss nur gebaut werden, das ist schön. Und hier oben? Ja, da brauchen wir noch ein bisschen, leider. So. Ist aber auch ein Sauwetter hier im Frühling, Sommer, war Spätsommer. Spätfrühling, meine ich. Mann, Mann, Mann. Na gut. So, mehr Bäume. Mehr Bäume, mehr Bäume. Hier sind noch ausgewachsene und hier... Und natürlich hier hinten können wir mal wieder ein bisschen Gas geben. Und Steine könnten wir... Okay, wir haben Brot produziert. Geil. Das heißt, wir haben unsere Mission erfüllt. Oh, jetzt rattern die Punkte drin hier. Wir haben 4 Punkte. Weil wir gleich so viel Mission erfüllt haben. Time to go fishing. Okay, build a shipyard. Okay, das wollten wir eh als nächstes machen. Das ist gut. Ach, und das bringt uns Ruhmpunkte. 100, ich sehe schon. Okay. Das auch. Sachenproduktion, ja. Hammer and Weaver. Ja. Aber das müssen wir erst erforschen. Okay. Gut. Jetzt warten wir ganz kurz, das werde ich hier nicht verpassen, für den perfekten Erntezeitraum. Ja. Aber es wird schwierig, obwohl Herbst kommt auch noch. Im Herbst kann man bestimmt auch noch ernten. Ich würde sagen, wir warten wirklich, bis genau auf der Linie hier ist. Vielleicht ist dann auch der Ertrag am höchsten. Okay. Guck mal. 128.
80. 88. Ja, krass. Die Frage ist... Was ist hier los? Au! Oh. Da ist ordentliche Witter, Leute! Eieieiei. So, den harvesten wir jetzt. Ich glaube. Au! Ach du Scheiße! Ah! Ey! Hört doch mal auf! Ach du meine Nase. Ja, das ist ja mal hier richtig Action. Ach, ey, ein richtiger Thunderstorm. Vorbei, glaube ich, oder? Ihr Witter ist vorbeigezogen. Wir haben zwei Häuser verloren. Also, das war ja heftig. Das war ja heftig. Okay. Ja, das habe ich gemerkt. Ja, der Thunderstorm hier. Also, die Götter sind verärgert. Ne? Die Götter im Himmel sind verärgert. Irgendjemand muss Thor verärgert haben. Mhm. Der schmeißt halt, ja, aus Midgard die Dinger runter hier. Okay. Ja, wir könnten jetzt 4 Tiere opfern oder 100 Silber. Wenn wir 4 Tiere opfern. Arbeiten die Leute 10% langsamer, das ist schlecht. Blessing from the Gods. Also, irgendwas passiert mit den Göttern. Könnten andere... Ah, wenn wir wahrscheinlich später Handelsrouten oder so haben, können wir andere um Hilfe bitten. Die könnten uns... Holz und Bretter und Steine geben. Aber wir würden Fame-Punkte verlieren. Also... Nichts tun, sind alle unglücklich und alle arbeiten langsamer, also das ist keine Alternative. Wir könnten Geld bezahlen, das ist das Sicherste. Denn wenn wir Geld bezahlen, sind die Leute happy und wir haben trotzdem kein Debuff. Andererseits würde mich schon interessieren, mit Blessing from the Goods, also... Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wir bezahlen 100 Silber. Wir haben es gerade. So. Spring is coming. 29 Tage? Hä? Ja, ist mir klar. Also nächstes Jahr kommt der Frühling wieder. Komisch. Okay, also die sehen hier direkt neu aus. Okay, weil ich gesagt habe, die sollen neu aussehen. Aber können wir nicht... Hier ist einer weniger, sehe ich gerade. Hier ist einer. Hier könnten zwei... Ich muss mal ganz kurz meine ganzen Häuser checken hier. Aber es sieht ganz gut aus. Da fehlen noch ein paar Bretter. Hier haben sie noch nicht angefangen. Das ist auch eigentlich ganz gut. Weil das jetzt gerade nicht Priorität ist. Also Priorität wäre jetzt tatsächlich als nächstes... erstmal jetzt nach dem Schreck.
Könnten wir... erstmal hier einen Weg ranbauen. Und vielleicht ein bisschen Geld ausgeben. Ja. Ein bisschen wieder schön hier Fässer. Ne? Der hier, der ist doch hier auf Fässer angelegt. Der macht doch hier... ne? Der Braumeister... guck mal. So, gibt es noch einen Wagen mit Fässer? Wäre auch richtig nice. So. Und vielleicht noch ein bisschen Licht. Ja, guck mal. Guck mal, hier gibt's. Sag bloß, ich hab das verkehrt rumgebaut. Lecko, scheiße. Na gut. Dann machen wir das so. Aber, dann bauen wir hier trotzdem noch ein bisschen Licht hin. So. So, wir haben noch 14 Jolt. Wir könnten noch ein bisschen... guck mal hier. Kaputter Wagen mit Banke? Ja, schick. Was gibt's denn hier noch? Ein paar Eimer. Und noch eine Kleinigkeit. Vielleicht eine Box. Na. So. Ja, schön. So, jetzt haben wir kein Geld mehr. Naja, gut. Aber das haben wir schon wieder sehr schön gemacht hier. Sieht doch super aus. Und der hat natürlich gleich wieder Unmengen mehr. Alter, er ist voll. Ja. Geil. Viel effektiver. Also sobald dann irgendwann mal hier geerntet wird, gibt es dann schönes lecker Bier. Mmh, schmeckt ja auch. Ich würde jetzt auch ein Bier trinken, aber ist noch früh am Morgen. So, also, wie sieht's aus mit Tiere? 20 von 20. Okay. Ab jetzt wird hier Leder. Mal kurz ein bisschen meine Mikro. Ab jetzt wird hier Leder und Wolle geerntet. Das ist natürlich richtig, richtig geil. Wir sollten unsere Skillpunkte verwenden, um jetzt den Shipyard zu bauen. Und als nächstes dann. Ja, den Taylor und Blacksmith. Okay, das ist schon mal interessant. Ja, das ist auch nicht schlecht. Also mehr Material von geschlachteten Tieren ist schon ziemlich sick. Also, das hier, das wäre auch sehr wichtig, dass sie schneller auf dem Feld arbeiten. Ja, das ist nicht so wichtig. Das auch nicht. Ja. Also wir müssen da mal ein bisschen schauen. Also der Ernst jetzt heißt, der hier wird gleich anfangen Bier zu machen. Der bringt das jetzt da rein. Dann gibt's bald lecker Biersche. Okay. Wie sieht's aus? Die brauchen noch einen Moment. Wir müssen erstmal unsere Häuser hier fertig bauen. Das ist wichtig. Obwohl wir das Haus hätten eigentlich wegreißen können, wa? Dafür ein Ordnungsgerät hinstellen. Naja, ist egal. Beim nächsten Thunderstorm, wenn dann das Haus wieder einkracht, dann werden wir das auf jeden Fall ändern. Okay. See. Nee, geht nicht. Ship. Not enough Silver or Gold. Uiuiuiui. Dafür brauchen wir die richtigen Steine. Ach du Kacke. Dann müssen wir erstmal einen Stonecutter bauen. Ja, der Stonecutter wäre ja interessant, wenn der hier auf der Ecke vielleicht steht. Kann den überall hier nicht hinsetzen. Warte mal. Das muss alles weg hier. Weg. Okay. Nee. Produktion. Stonecutter.
Leute sind gerade mächtig im Stressig. Ich arbeite. Oh, die Häuser sind ja schon wieder fertig. Geil. Bier? Haben wir schon Bier? Warte mal, hier gibt es ja kein Bier. Wo? Oder was? Ja, mach Bier. Produkt von Barrett, genau. In der Taverne. Eie. Aber ich habe keine Taverne. Wo ist denn eine Taverne? Taylor, Festland, ne? Military? Nee. Muss doch unter Food sein. Taverne. Der hat schon Bier. Tja, Leute. Müsst doch. Und da, Taverne. Ja, müssen wir mal wieder erforschen. Wie soll ich denn auf die ganzen Fame-Punkte kommen? Ich habe ja jetzt wirklich nicht umhergeschleudert mit den Fame-Punkten. Aber die Taverne ist ja noch ein Weilchen hin, oder? Also, weil hier bekommen wir sie nicht. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal 5 Punkte, 4 Punkte noch generieren, bis wir das haben. Ja, schwierig. Naja, gut. Dann, erstmal den Stonecutter. Muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, mehr Fame-Punkte zu generieren. Muss es ja. Weil sonst wüsste ich nicht, weil nur über die Mission Fame-Punkte zu generieren, macht ja überhaupt keinen Sinn. Also, wisst ihr, wie ich meine? Guck mal, das ist fast bereit zum Ernten. Das ist schön. Das hier ist schon. Die haben jetzt schon wieder ausgesät. Ey, das ist ja geil. Ich glaube, langsam haben wir einen Newton-Rhythmus hier drin. Jetzt müssen wir hier nur aufpassen, dass wenn die hier halbwegs fertig sind mit Wasser, dass wir dann das zum Ernten anstellen. Und dann sind sie damit fertig, sehen da aus und machen hier wieder weiter. Genau. So, würde ich mal schon mal zum Ernten anklicken. Vielleicht geht ja der ein oder andere schon mal dahin. Probieren wir jetzt nochmal Weizen ernten, dann ist es langsam ganz schön. Lager ist denn ganz schön voll. Dann könnten wir hier noch einen Bäcker einstellen, der vielleicht schneller Brot backt. Ja. Ja, und Bier brauchen wir ja denn eigentlich nicht. Soweit wie ich das rausgefunden habe, ne? So, manche Leute haben hier kein Zuhause. Das ist natürlich bitter, aber ich kann ja nicht immer und immer mehr Häuser bauen, oder doch? Also irgendwann ist hier alles voll, Leute. Ich sag, wie es ist. Eins können wir ja noch, ne? Dann machen wir hier noch eine zweite Reihe. Jetzt wäre schon sinnvoll. Einen Weg könnten wir. Also. So, passt ja jetzt noch ein Weg durch. Das wäre natürlich übelste Ehre. Ja. Sehr schön. Ja, warte mal, wenn wir jetzt daneben gleich noch einen Weg bauen, dann. Oder wir setzen wieder diese Steine dann in der Mitte später. Wenn wir jetzt. Die Frage ist jetzt, ob wir so ein Haus ranbauen. Oder ob wir den Weg auf der anderen Seite machen.
Aber ich denke, so wäre schon ganz... Aber nicht, dass der Weg jetzt hier nicht mehr lang geht. Also, ihr wisst, was ich meine. Na, guck mal, guck mal. Das ist ganz schön enge. Gucken, ob es noch geht. Hier. Naja, gut. Dann könnten wir vielleicht einen Brunnen da noch hinsetzen. Ist ja unter Produktion. Nee, unter Food. Nee, geht nicht. Leider. Schade. Hier können wir noch einen Brunnen hinsetzen. So, genau. So. Und dann kommt halt hier ein bisschen mehr Dekoration hin. Dann hier so ein bisschen rumgestellt. Wir haben ja auch wieder ein bisschen Kohle, aber ich will die Kohle jetzt nicht ausheben, denn wir brauchen ja die Kohle, um hier den Shipyard zu bauen. Aber es läuft gut. Wir produzieren jetzt Weizen, wir produzieren Bier. Das wird neu angesät. Bald werden die Kühe geschlachtet, die Schafe werden schon geschlachtet. Hühner werden auch geschlachtet. Nahrung geht nach oben. 50 Nahrung. Richtig geil. Aber da ist noch eine Menge Platz nach oben hier. Gut, Stonecutter. Ja, das ist ja klar, was der macht, ne? Brauchst du nicht erklären. Setzen wir mal zwei Leute rein, dass die hier mal... Warte mal, nee, der. Der ist doof. Du nicht. Der hat so viel Geschwindigkeit. Den möchte ich lieber für Geschwindigkeitsaufgaben nehmen. Der hat auch kein Haus. Ah ja, nicht schlimm. Okay. So, dann hier Money Pit oder was? Stone Pit. Da fehlen noch ein paar Bretter. Sieht aber auch alles gut aus. Alles no problem. Die sind aber auch schnell am Bau. Ich sag, wie es ist. Aber es wäre jetzt interessant, da mal die Priorität hier hinten hochzusetzen, um es mal fertig zu kriegen. Und, ja, hier haben sie ja auch schon. Da bauen wir eine Menge Steine. Mei, oh mei. Da muss nochmal hier Steine ein bisschen hier geerntet werden, gefarmt werden. Hier hinten hoch. Hier hinten kannst du die paar Bäume wegnehmen. Da sind noch Steine. Wir müssen uns jetzt erstmal die Steine ringsherum krallen. Wer weiß, wie lange das dauern wird. Ach, guck mal, hier ist auch noch richtig viel Platz. Was soll ich denn? Die Karte ist ja riesig, ey. Warum? Macht das Sinn? Ja, vielleicht für richtig große Städte später? Ey. Ich habe ja gesagt, automatisch... Harvest... Vielleicht muss ich das eine Saison durchmachen, dass sie das... Aber es ist Mitte Sommer, wir haben noch Zeit. So ist nicht, ne? Aber wie viel Gold? 50. Silber. Entschuldigung, Silber ist ja kein Gold. Warum ist... Warum nehmen wir eigentlich so viel Geld, so wenig Geld ein? Das verstehe ich nicht so ganz. Ach so. Und hier kann ich dann Schiffe bauen und dann ist das wahrscheinlich endlich mal produktiv, weil momentan der Angler kommt ja hier nicht so gut zur Rande. Na gut. Okay. Make a boat. Genau. Und dann sollen wir das Schiff in die Fishing zuweisen. Also beim Fishing zuweisen. Das können wir hier machen. Also Bäume hacken hat auf jeden Fall Priorität. Ist bei mir hier eingestellt. Ist in Ordnung. Würde ich aber wieder gleichsetzen. Ein Festival können wir machen für 100 Silber. Ah, dafür brauchen wir Bier. Aber was macht denn das Festival? Also wir sollten jetzt langsam wirklich mal Silber sparen. Ich stehe ja total darauf, hier alles schön zu bauen. Das ist ja auch echt nice.
Aber wir sollten langsam ein bisschen Silber sparen. Wie weit können wir eigentlich auf dem Wasser raus? Okay, hier ist Ende. Aber der Mühle, also da habe ich, das habe ich schon schick hingesetzt, ne? Das ist schon eine feine Sache hier. So, Stone Pit. Ist ja fast fertig. Also auch so detailtreureich ist schon nice. Also, oh, guck mal, da ist was. Da ist ein grafischer Fehler. Texturzuweisung vergessen. Eieiei. Naja, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Verzeihung. So. Okay, was ist dein Problem? Kannst nicht arbeiten, weil du hast doch auch dein extra Lager? Nee. Die werden wahrscheinlich im Warenhaus gelagert. Work has stopped in this building. Warum? Hä? Warum hat er das geschlossen? Open it. Das ist ja auch open. Also das müssen wir auf jeden Fall... Nee, wir müssen da schon ins in Auftrag geben. Ein neues Warenhaus. Weil, also das geht ja gar nicht. Da kommt jetzt so viel Zeug rein und auch so viel Essen. Das wird ja nicht gerade weniger, Leute. Versteht ihr? Da müssen wir auf jeden Fall noch eins bauen. Das priorisieren wir mal. Wir haben auch gleich 50. Wir haben auch gleich 50 Mark. Mit 50 Mark können wir dann gleich das Shipyard anstellen. Was wir ja leider noch nicht fertig bauen können, weil wir dafür cuttete Stones brauchen. Aber ich hoffe mal, die Produktion läuft dort jetzt. Allmählich. Na, wir werden sehen. Mal gucken. Also die werden hier auch nicht... Also irgendwie... Das hängt ein bisschen hier, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hunting Lodge hat keine Leute mehr. Glück und Stärke. Das ist gut. Das ist gut. Ja, also wir brauchen unbedingt diesen Perk Leute wieder ranholen. So, die sind aber Gott sei Dank gleich fertig. Das warten wir jetzt kurz ab. Und ja, dann, ja, ballern wir da gleich Leute drin? Ich glaube nicht. Denn wir haben ja noch mehrere Steinfelder zum Abbauen quasi angeklickt. Und guck mal, hier hinten wäre auch noch Stein. Das können wir auch noch abbauen. Also ich würde erstmal wirklich alles an Stein abbauen, was wir haben. Und erst dann hier Leute reinschicken. Ich weiß nicht, also damals zum Beispiel bei Banished oder Leibs Feudal, Forest Village, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, ne? Aber beides richtig geile Spiele in ihrer Art und Weise. Oh, jetzt ist fertig. Oh, hier kommen einige Leute drin. Da war das jedenfalls so, wenn man so einen Stone Pit, also eine Steingrube oder eine Mine hatte, dass da auch die Leute regelmäßig verreckt sind, natürlich damals, ja. Okay, was hier? Ressources set, ground maybe the... Ah, ja, ja, ist voll. I know. Dann, ja, müssen. Wir müssen noch mal
Lager bauen. Was wartet jetzt so? Für Wheat, also hier Weizen oder was? Dann bauen wir noch für Ditte. Ist ja genauso wichtig. Sehr gut. Jetzt sehen die das schon wieder an. Also ich sehe schon, dass das sehr produktiv für alles läuft. Naja. Okay. Hier oben sollen keine Leute drin. Das hatten wir gesagt. Das ist richtig. Wir müssen mal ganz kurz auf unsere Arbeitsverteilung gucken. Villagers. Oh, geil. Ist halt der Dinger fix. Wo ist denn hier. Nee. Wo ist denn das? Hier? Ressources? Jobs. Ja, Jobs. Okay, wir haben noch 9 Träger. Das ist eigentlich, ist in Ordnung. Aber das zeigt uns auch, dass wir tatsächlich, doch, wir brauchen auf jeden Fall noch einiges mehr an Häuser. Denn wir brauchen auch noch einiges mehr an Leute. Das ist halt tatsächlich, ja, hätte ich nicht erwartet, dass wir so viele Leute brauchen. Aber ich glaube, da kommt noch... Wir sind jetzt bei 53, ich glaube 100, auf 100, 150 müssen wir mindestens kommen, wenn nachher noch Militär und so weiter dazu kommt. Ja, think about it. Das ist ja... Junge. So, die können sie auch ernten. Und ja, leider haben die keinen Perk für mehr Lagerung. Also, das kann man leider nicht erhöhen. Das finde ich ja ein bisschen schade. Aber gut. Vielleicht setzen wir gerne... Da sind eh nur noch 4 drin. Sind schon wieder für 2 verreckt, wa? Naja, gut. Wir haben ein bisschen weniger Holz. Sehe ich gerade. Werden wir hier nochmal ein bisschen... Das kannst du auch noch wegmachen. Das kannst du wegmachen. Aber wir hatten gerade auch ziemlich viele Bauvorhaben. Muss man auch dazu sagen. Aber jetzt. Shipping Yard. Okay. Das... Es wird so geil, wenn das irgendwann alles fertig ist. Ja. Ja, ja, ja. Das wird so cool. So, das lassen wir dann mal. Wohl, wir könnten schon jetzt durchziehen und später anschließen. Ja. Ah, ich weiß nicht. Lass es erstmal kurz. Shipping Yard. Okay, wir priorisieren das. Häuserglück haben wir jetzt gerade genug. Das verkehren. Oh, neue Einwanderer kommen. Ah, das ist natürlich. Ja, mehr Leute. Dessen haben wir ja noch. Heißt auch mehr Leute, heißt auch mehr Money. Und mehr Leute, die hier die ganze Scheiße abmachen, ne? Wir haben jetzt schon 200 Steine. Der hat ja richtig Gas gegeben. Und wo sind die eingelagert? Alle hier drin? Nee. Hier drin? Wo sind die Steine eingelagert? Die tatsächlich hier drin? Und was ist, wenn wir das auf... 400 hochdrehen. Da könnten wir auf 200 hochmachen. Da hätten wir immer ein bisschen mehr parat. Ich glaube, wenn wir nachher anfangen, die Schiffe zu bauen, Leute, dann brauchen wir richtig, richtig viele Bretter. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Ja. Aber das werden wir heute alle nicht mehr schaffen. Bin ich ehrlich. Ich finde, wir haben sehr, sehr viel geschafft. Und will ich das so ja an in die Länge ziehen?
Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Tschüssi.